Das war das 1:0 für die Fortuna Düsseldorf in der ersten Spielminute. Torschütze Klaus Allofs, Nummer 10.
23. Spielminute, Ausgleich zum 1:1. Torschütze für den FC Bayern München, Klaus Augenthaler, Nummer 5. Zwanzigste Spielminute, 2:1 für Fortuna Düsseldorf, Torschütze wiederum Klaus Allofs, Nummer 10. Liebe Zuschauer, darf ich Sie bitten, keine brennenden Wunderkerzen auf die Bahn zu werfen. Die Polizei sieht Sie ansonsten gezwungen einzugreifen.
Achtung, Herr Dieter und Uwe Langner. Dieter und Uwe Langner aus Leichlingen, bitte rufen Sie sofort zu Hause an. Thank you.
Nummer 20, Leo Gütze. Internationaler Crosslauf statt, unter anderem mit dem Weltmeister Schulz und der deutschen Spitzenklasse. Es sind auch einige Fortuna-Spieler beteiligt, und zwar innerhalb eines prominenten Laufes, der vor dem offiziellen Lauf gestartet wird, sind am Start unsere Spieler Gerd Zimmermann und Sepp Weikel. Liebe Zuschauer, das sollte hier also kein Gag sein. Wie Sie sehen, hat also die überraschende Witterung, es ist also viel zu warm für diese Jahreszeit, haben wir im Wetterbericht gehört. Da hat unsere Automatik hier selbstverständlich drauf reagiert. Das wird sofort abgestellt. Achtung, drei Jugendliche des SVA aus Essen haben ihren Trainer verloren. Er wird gebeten, nach dem Spiel zum Treffpunkt in der Höhe des Block 20 in der Umgriffsfläche zu kommen. Das gilt ebenfalls für alle, die sich im Stadion verloren haben. Nach dem Spiel Treffpunkt am rot markierten Punkt in der Höhe. Oh!
Liebe Zuschauer, und da wir noch ein klein wenig Zeit haben, es wird sofort repariert, noch einmal Musik. Sie hören die Laufnummer 10. Es ist nicht die Platte Singing in the Rain.
55. Spielminute. 3:1 für die Fortuna Düsseldorf. Torschütze Wolfgang Seel, Nummer 11. Damen und Herren, im Rheinstadion befinden sich heute 26.000 Besucher. Yeah!
Achtung, Herr Hans-Jürgen Krämer. Herr Hans-Jürgen Krämer, Sie können Ihre Brieftasche in der Sprecherkabine abholen. Spielminute, neuer Spielstand 4:1. Torschütze wiederum Wolfgang Seel, Nummer 11. Die Spielminute war die 58. Thank you.
In der 65. Spielminute verwandelt Gerd Zimmermann Nummer 4 den Strafstoß zum 5:1 für die Fortuna Düsseldorf.
71. Spielminute. Beide Mannschaften wechseln aus. Bei Bayern München spielt für Bernd Dürnberger Nummer 7. Jetzt Jupp Kapellmann mit der Nummer 12. Und bei Fortuna Düsseldorf für Wolfgang Seel Nummer 11. Nun im Spiel Flemming Lund mit der Nummer 12. Spielminute, 6:1 für die Fortuna Düsseldorf, Torschütze Emanuel Günther Nummer 9.
87. Spielminute. Neuer Spielstand 7:1. Torschütze wiederum Emanuel Günther, Nummer 9. Thank you.
war das Ende des Spiels. Die Fortuna Düsseldorf schlägt den FC Bayern München mit 7:1 Toren. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie nochmals auf das nächste Heimspiel der Fortuna hinweisen, das ist im nächsten Jahr stattfindet. Gegner am 20. Januar um 15.30 Uhr im ersten Heimspiel des neuen Jahres ist der VfL Bochum. Achtung, Achtung, und hier übermittelt vom Sportinformationsdienst für Kicker Sportmagazin, Deutschlands größte Sportzeitung, die Schlussergebnisse der übrigen Spiele.